Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ihr wisst ja, am Mittwoch kam das große Fortnite-Mass-Update raus und es gibt eine Menge Änderungen. Nicht nur, dass Midas jetzt The Authority übernommen hat und dass The Authority komplett verändert wurde, sondern natürlich gibt es auch einige Easter Eggs und natürlich auch Skins, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Unter anderem Baba Yaga heißt es, glaube ich, auf Deutsch, wird natürlich auch in den nächsten Tagen erscheinen. Aber dann gibt es noch eine Information zu den kommenden den ganzen Map-Änderungen, die ich in den letzten Videos vergessen habe. Aber Freunde, natürlich wird es, wie gesagt, einige Halloween-Skins geben. Unter anderem findet ihr auch von J Balvin am 31. Oktober die Afterlife-Party statt. Aber natürlich hat sich der Item-Shop geändert und deswegen schalten wir kurz rüber. Freunde, das Video ist von gestern, deswegen konnte ich das Ganze nicht mehr, also ich konnte das gestern nicht schaffen, aber Baba Yaga ist drinne, die hat hier so einen kleinen Trailer bisschen animiert, und ich habe mich auch bei dem Leak-Video vertauscht, dass das Backbling nicht ihr gehört, und das gehört ihr jetzt, aber im Item-Shop sind natürlich als allererstes die ganzen Sonderangebote noch da, die ganzen Ghostbuster-Skins, Blauer Schock ist wieder da, eine sehr, sehr, sehr nice Lackierung, dann ist gestrandeter Jonesy wieder da, mit dem Skin Kalia und dem Backbling Meeresrauschen, Tropische Axt ist wieder da, danach haben wir den Skin Adline, schicker Winkel, Propellerstäbe und was ist der Name, Digga? Keine Ahnung. Danach ist jetzt der neue Skin Baba Yaga im Shop mit dem Backbling Auric und sieht nice aus. Zauberfeger mit dem Hängergleiter Hexenhütte. Da hört ihr so ein Lacher auch außerdem. Und der neue Skin Kopfwalle mit dem Backbling Trappy und mit der Spitzhacke Kieferhänger. Ansonsten sind die ganzen Bundles hier, Grabräuberpaket, Schädeleinheitpaket und letzte Abrechnung. Aber natürlich hat sich nicht nur der Itemshop geändert, sondern auch Galactus Position. Und er hat endlich die Position, die immer verbuggt war, seit dem vorletzten Update. Und wir können mal gespannt sein auf ein riesen fettes Live-Event und vielleicht auf eine neue Karte. Aber dazu alles in einem separaten und eigenen Video. Abgesehen davon, dass Halloween sehr, sehr, sehr teuer sein wird, unter anderem mit den neuen Skins, die gerade im Item Shop sind, unter anderem auch die Ghostbuster und so weiter, wird es noch natürlich, beziehungsweise gibt es bereits auch Halloween-Dekoration und andere Map-Änderungen, die mit dem Halloween-Update dazugekommen sind. Außerdem, Freunde, gibt es auch überall Hexenhütten, aber fangen wir erstmal mit dem neuen Bus an. Und zwar wurde der Battle-Bus wieder mal aktualisiert, wie jedes Jahr an Halloween hat er wieder den Halloween-Look bekommen. Und außerdem hat sich die Quinjets Zahl verändert, und zwar landen nicht mehr auf der Karte 4 Quinjets, sondern nur noch 2. Ich denke mal, das wird die ganze Zeit über Halloween so sein. Aber dann hat sich mein Lieblingsort, also Holly Hedges, auch ein bisschen verändert mit Halloween-Dekoration. Wir sehen hier Spinnenweben, Geister, Gräber, Kürbisse, Heuhaufen und so weiter. Hinten am Haus hat sich, soweit ich weiß, nichts verändert. Dann wurde das mittlere Gebäude, Garden Center, auch aktualisiert mit Kürbissen, Spinnenweben und so weiter. Dieses Haus kennen wir ja schon aus dem vorletzten Update. Danach wurde dieses kleine Haus hier am Ende dekoriert. Das ist gleich geblieben. Dann ist dieses Haus dekoriert worden. Aber gleichzeitig könnt ihr auch bei den ganzen Häusern, beziehungsweise vor den Häusern, die Süßigkeiten einmal zerstören, um Süßigkeiten zu bekommen. Dann wurde ein wenig Kitty Corner aktualisiert. Nicht so krass, wie sie das. Das sind die Änderungen, die in Kitty Corner aufgetaucht sind. Wir sehen hier Frankenstein mit einem Grab, sag ich mal, und mit einem Zaun. Ansonsten ist hier nichts groß passiert. Das hier ist gleich geblieben, die Tankstelle ist gleich geblieben, nur halt ein wenig. Vor der Tankstelle gibt es Halloween-Dekoration. Dann können sich Camp Cod-Fans freuen, denn die Scheune mit den Kapitel 1 Items, beziehungsweise die Gegenständen, ist wieder da. Unter anderem Lonely Lord Schild, das hier die Wurz Kaffeeschild, die Uhr vom Big Ben aus Tilted Towers ist hier, beziehungsweise die zerstörte Version. Danach ist hier auch eine Statue von Sunny Shores, also falls ihr hier gerne landet, dann wird es euch natürlich freuen. Aber dann wurde auch dieses Gebäude von Camp Cod aktualisiert. Wir sehen hier Frankenstein mit Gräbern, eine Vogelscheuche mit Kürbissen und Heuhaufen, also ein bisschen Halloween-Dekorationen sind am Start. Und das hier ist, glaube ich, gleich geblieben, wo der ganze Schrott gelagert wird und die ganzen anderen Gegenstände. Aber auf jeden Fall wurde Camp Cod auch ein bisschen geändert und aktualisiert. Aber dann gibt es insgesamt 6 neue Hexenhütten und Hexenhäuser überall auf der Karte. Das erste findet ihr über Lazy Lake, aber das müsstet ihr wahrscheinlich eines aus meiner letzten Videos kennen. Nichtsdestotrotz findet ihr die zweite Hexenhütte oder das zweite Hexenhaus neben Steamy Stacks mit einem Holzzelt, wo eine Kiste drin ist oder eine Truhe.
Die dritte findet ihr über Salty Springs, könnt ihr ein bisschen Materialien abbauen. Und die vierte findet ihr neben dem Orientierungspunkt Schöne Aussicht. Müssten viele kennen wegen der Rocket League Kooperation. Und ja, könnt ihr noch natürlich gerne mal landen, um die IP zu bekommen. Den fünften Hexen, die fünfte Hexenhütte findet ihr neben der Schlucht unter Katie Corner. Eine Truhe ist mindestens hier zu finden. Aber die sechste und letzte Hexenhütte ist über Dooms Domain, beziehungsweise über Pleasant Park. Hier sind, glaube ich, mindestens zwei Truhen zu finden. Und ansonsten kann man natürlich hier EP farmen, wenn man die ganzen Orte erkundet. Aber natürlich werden sich jetzt einige Meowskills-Fans, sag ich mal, nicht, beziehungsweise die werden sich fragen, wo ist Meowskills? Und anscheinend ist Meowskills von uns gegangen, beziehungsweise Muskelkater ist gestorben, genauso wie Midas in Season 3. Aber im Tresor von The Ruins findet ihr den Andenken oder das Andenken für, beziehungsweise an Meowskills und Muskelkater. Aber natürlich haben die meisten noch mitbekommen, dass in Camp Cod das Ghost was das Auto aufgetaucht ist. Ecto 1 ist jetzt in Camp Cod zu finden und das findet ihr ganz unten von Katie Corner in diesem Gebäude. Könnt ihr, sage ich mal, besuchen, und wenn ihr außerdem dieses Auto kaputt macht oder schlägt, dann kommen auch so einige Geräusche raus. Genau wie ihr gerade hört, die Hupe, die ihr auch beim Gleiter hört, der gerade im Item Shop ist. Ansonsten sehr, sehr nette Easter Eggs. Aber natürlich gibt es in Fortnite Albträume einige kostenlose Belohnungen, die wir mit der Herausforderung freischalten können. Ihr wisst ja, zwei Parts sind schon draußen und hier seht ihr alle sechs Belohnungen, die ihr mit den Fortnite Albträume Herausforderung abschließen könnt. Der nächste Teil der Fortnite Mess Herausforderung soll morgen anscheinend um 7.30 Uhr online kommen, also sehr, sehr früh. Und diese drei Aufgaben lauten: eliminiere Schatten als Spieler, besuche verschiedene Hexenhäuschen, verbreite als Schatten legendäre Beute. Auf jeden Fall wird noch ein Challenge-Video bzw. ein Video rauskommen zu der Herausforderung besuche verschiedene Hexenhäuschen und ansonsten, wie gesagt, bekommt ihr insgesamt sechs kostenlose Items allein durch die kostenlosen Challenges. Okay, die sind jetzt nicht kostenlos, aber laut einer Quelle von China BR soll der Baba Yaga Skin morgen im Item Shop erscheinen. Und Entschuldigung, die außerdem die Fortnite Albträume Herausforderung, der nächste Teil soll am Dienstag reinkommen, also in zwei Tagen. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, der nächste Teil soll am Dienstag freigeschaltet werden und der Baba Yaga Skin, also diese Hexe, wird im nächsten Item Shop erscheinen. Ansonsten, Freunde, können wir auch natürlich uns auf einige kommende Events freuen. Und natürlich gibt es auch eine kostenlose Lackierung, die ihr euch im Kreativmodus freischalten könnt, beziehungsweise die ihr im Kreativmodus bekommen könnt. Und zwar ist es die Zorn-Lackierung, die jetzt angekündigt wurde. Und dieser Code wird am Dienstag halt nicht mehr verfügbar sein und ablaufen und verfallen, wie Fortnite es sagt. Und dann werdet ihr, ab dem 27. Oktober, werdet ihr diesen Code nicht mehr verwenden können. Und ich kann euch gerne mal hier den Code einblenden, womit ihr euch die kostenlose Lackierung bei fortnite.com/redeem die Lackierung freischalten könnt, beziehungsweise den Code eingeben könnt. Aber kommen wir mal zu den kosmetischen Items. Und zwar seht ihr schon diesen Nexus War Gleiter. Das ist einfach ein Recolor, beziehungsweise ein Remake von dem MCG Gleiter aus dem Battle Pass. Aber diesen Gleiter bekommt ihr, wenn ihr an allen Marvel Super Series Turnieren teilnehmen, wie zum Beispiel das Daredevil Trio Cup, glaube ich, hieß das, keine Ahnung. Danach wird es einen Gleiter geben, der zu Hexe gehört, also diesen Baba Yaga Skin oder so, keine Ahnung, wie die heißt. Auf jeden Fall für 1200 V-Bucks recht teuer, aber wird auch einen Sound abspielen. Danach wird es einen Gleiter im Schädeleinheit Bundle geben, aber das ist ja, glaube ich, schon online. Danach wird es wahrscheinlich auch einen Besengleiter geben, aber das kann auch natürlich das Item sein, was wir gerade in-game benutzen können. Ansonsten, Freunde, können wir gespannt sein, was noch in den nächsten Tagen auftauchen wird im Item Shop. Danach wird es zwei Lackierungen geben. Einmal eine Knochenlackierung, die sehr, sehr nice aussieht und vor allem sehr klassisch und modern. Danach wird es eine 0815 Lackierung geben. Pumpkin heißt die auf Englisch. Keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißt. Aber 300 V-Bucks oder so, keine Ahnung, wie viel die kosten werden. Aber dafür recht, recht günstig. Aber, Freunde, dann hat die No Sweat Insurance einige Neuigkeiten für uns. Der erhöhte Verzehr von Süßigkeiten
Schwierigkeiten hat dazu geführt, dass wir von vielen gefragt wurden, ob No Sweat auch eine Zahnversicherung anbietet. Wir haben den Eindruck, dass die Leute sich viel zu sehr auf die negativen Seiten von Süßigkeiten konzentrieren und dabei das Positive vergessen. Unserer Erfahrung nach sind all die Süßigkeiten auf der Insel auf die verschiedenste Weise gut für die Gesundheit. Unter anderem verlängern sie euer Leben, schützen euer Immunsystem bei Angriffen und peppen euer Herz-Kreislauf-System auf. Wir wissen allerdings nicht, ob das auch außerhalb der Insel zutrifft. Diese Gebiete decken wir mit unseren Leistungen noch nicht ab. Der letzte Satz ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ansonsten, Freunde, danke, dass ihr eingeschaltet habt. In den nächsten Tagen gibt es noch einige Informationen zu den kommenden Items. Es gibt eine Menge Informationen zu einer neuen Quest in Slurpee Swamp. Danach wird es wahrscheinlich einen neuen NPC geben zu Weihnachten. Also einige Informationen werden noch in den nächsten Tagen auftauchen und ich werde euch natürlich darüber informieren. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Freunde, lasst deswegen ein Like da, abonniert, vergesst um die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen. Bleibt gesund und